Servus Freunde, willkommen zurück bei der Shisha WG. Es ist wieder an der Zeit, ein Top 5 Sorten Video zu einer bestimmten Marke zu drehen. Als Marke haben wir uns da heute Alfacher rausgesucht. Sollte euch das Video gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da und jetzt viel Spaß bei der Top 5. Da sind wir wieder mit der Top 5 zu unseren Lieblings-Alfacher-Sorten. Alfacher, eine Marke, die es ja schon wirklich Jahre in Deutschland gibt, die auch meistens sehr, sehr gut war, außer es musste leider gerade wieder mal was aufgrund von neuer Gesetzeslage umgestellt werden. Aber jetzt läuft er auch wieder und deswegen zu diesem Anlass unser Top 5 Alfacher-Sorten. Platz Nummer 5 bei uns beiden ist der Pfirsichtabak von Alfacher. Ihr habt eine sehr, sehr geile Pfirsichnote und die gefällt uns einfach ziemlich gut. Sie ist sehr authentisch, sie ist nicht irgendwie künstlich oder ähnliches, von daher auch Platz Nummer 5. Platz Nummer 4 ist der Blaubeere-Minze von Alfacher. Eine der ersten Sorten, die ich jemals von Alfacher geraucht habe. Und ich habe den früher, also vor 7, 8 Jahren, schon super, super gerne geraucht. Auch wenn ich da noch nicht so viele Dosen vernichtet habe, war das safe immer ein Tabak, der sehr, sehr gut lief und sehr, sehr gut geschmeckt hat. Und genauso ist das auch heute noch und deswegen ein verdienter Platz 4. Platz Nummer 3 ist ein Tabak, den wir sehr, sehr gerne rauchen. Es ist einfach ein Tabak, der eher von jeder Marke irgendwo mal verfügbar ist. Es handelt sich um eine Zitrone-Minze. Die Zitronennote ist sehr, sehr authentisch. Die ist nicht sehr künstlich oder ähnliches. Sie ist sehr frisch und deshalb lieben wir den Tabak. Auf dem zweiten Platz ist eine der neuesten Sorten von Alfacher aus der Fusion Line. Es geht um den Magic Love, ein Honig-Melone-Maracuja- und Eis-Tabak. Es schmeckt sehr, sehr lecker. Der Mix ist ja schon viel bekannt und auch von anderen Marken oft umgesetzt. Zum Beispiel findet man ihn ja auch in ähnlicher Form im Love 66. Da ist allerdings noch Wassermelone mit dabei. Ich finde den Magic Love fast besser, weil im Moment der Love 66 relativ viel Menthol am Start hat. Wenn ihr also nicht so sehr auf Menthol steht, greift lieber zu dem Alfacher. Sollte euch das mit Menthol nichts ausmachen, könnt ihr auch gerne natürlich weiterhin zum Love 66 greifen. Ihr wisst ja, Love 66 haben wir auch schon extrem gerne geraucht und deswegen schmeckt uns auch der Magic Love von Alfacher sehr, sehr gut. Der Platz Nummer 1 von Alfacher ist ein Tabak, den einfach wirklich jeder mag. Jeder kennt ihn, jeder hat ihn schon mal geraucht. Es ist einfach auch ein All-Day-Runner bei uns in Shisha-Bars oder ähnliches. Einige Leute haben dafür eine extra Pfeife und so weiter. Von daher ist es ein sehr, sehr leckerer Tabak. Es schmeckt uns jeden Tag aufs Neue. Es können etliche Köpfchen davon nacheinander geraucht werden und er wird auf jeden Fall nicht langweilig. Wie Warren schon sagte, die wahrscheinlich zweitmeistverkaufteste Sorte von Alfacher, eine Sorte, die wahrscheinlich wirklich jeder von euch schon mal probiert hat oder irgendwo geraucht hat. In den meisten Bars ist er am Start, viele Leute haben wirklich eine eigene Pfeife, die komplett darauf eingeraucht ist und ihr könnt euch wahrscheinlich schon denken, um was es geht, obwohl vielleicht liegen manche sogar auch ein kleines bisschen daneben. Es geht um den Traube-Minze. Als Nebennennung wollen wir natürlich noch auf Platz 1 mit so einem Sternchen den Doppelapfel nennen. Auch eine Sorte, die extrem lecker ist, extrem gut umgesetzt ist, die viele Leute sehr, sehr mögen. Auch wieder natürlich in der eigenen eingerauchten Tradi. Allerdings sind wir jetzt nicht die allergrößten Doppelapfel-Fans und deswegen hat er es nicht ganz in unsere Top 5 geschafft, wäre aber safe auf einem der nächsten Plätze gewesen. Sollte euch unser Top 5 Video gefallen haben, lasst gerne einen Kommentar mit eurer Top 5 da oder ein Abo oder einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Shisha WG. Ciao.